Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Schön, euch zu sehen. Bis zum 24.06.2016 um 4 Uhr gibt es jeden Tag 2 Gratisrunden. Das hat er eben so erzählt, als wäre es voll traurig. Überleg dir gut, wofür du sie nutzt. Aufheben kannst du sie ja leider nicht. Ja, warum eigentlich nicht? Wenn sie unbedingt updaten. Das war's erstmal. Mach's gut. So, ja gut, dann werde ich heute mal gucken, was ich für einen Kran spiele. Wir können natürlich, also ich habe natürlich nicht die Voraussicht, dass ich beim Training einen Versuch bekommen werde heute. Es sei denn, wir kriegen einen Bonus, das muss man immer vor Augen halten. Aber genau deswegen möchte ich mir heute dann gucken, dann möchte ich heute mal gucken, dass ich einen Kran spiele, bei dem man entweder vorbereiten kann oder halt sagen kann, dass man die zwei Versuchen dann die einen Marken bekommt, dann mit dem, ja, mit dem anderen Versuch die anderen Marken. Diese einzelnen Kräne, die werde ich halt wirklich nur spielen, wenn ich einzelne Versuche habe, auch wenn sie dann vielleicht komplettiert werden, aber gerade hier ist es, wie gesagt, das hier ist wirklich schwierig zu treffen. Und man hat es ja gesehen, als ich gestern diesen Kran gespielt habe, dass dann der Kran leicht nach links rutscht, weil er ja an dem Eis vorbeigeht. Aber das klappt hier nicht so leicht. Also nicht, dass man jetzt denkt, man drückt jetzt hier runter und der geht dann langsam nach rechts und schiebt den runter. Das geht leider nicht. Man muss dann wirklich so ganz knapp an dem, ja, an diesem Haken treffen, damit dann den halt quasi so rüberschnippt. Also es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ich habe das auch einmal gesehen bei jemandem. Da hat es bestimmt 3-4 Mal ausprobiert und ja, es sah eigentlich aus, als wäre er immer an derselben Stelle, aber immer ein anderes Ergebnis. Genauso wie hier. Die werde ich dann auch alle nur spielen, wenn. Ja, wobei das hier, das ist natürlich so eine Sache. Da ist nicht einfach so was zu machen mit nur einem Versuch. Aber ich weiß halt leider auch nicht, wo ich da am besten reingreife. Ne, gucken wir erstmal weiter. Das hier wäre auch eine gute Idee. Und zwar habe ich das gestern auch nochmal, auch im Miiverse mit mir. Habe ich mich mit im Miiverse mit jemandem unterhalten. Und zwar hatte ich die Idee, dass. Also er hat es in 3 Versuchen geschafft. Dass ich halt hier den, ja, den König greife. Dass man mit dem König hier das hier, also dieses Triforce und die Prinzessin runterwirft. Und dann mit dem zweiten Versuch hier das Totem. Dass man mit dem Totem hier die 2 Marken runterwirft. Aber ihm ist halt dann diese Marke hier übrig geblieben, die halt vermutlich dann so umgefallen ist. Und die hat er dann mit dem dritten Versuch gegriffen. Ist natürlich die Frage, wie man es am besten macht. Ist natürlich auch die Frage, dass selbst wenn die Marke übrig bleibt und man hat einen dritten Versuch, ob man halt hier das auch mit einem Versuch hier so reingreifen kann, dass man den Link bekommt. Weil geht es mal davon aus, der Kran würde jetzt hier reingreifen. Der würde den König, glaube ich, nach rechts runterdrücken, weil er ja die Hand da berührt. Und würde dann vermutlich auch hier an der, ja, am Link im Prinzessinnenkostüm hängen bleiben. Also ist natürlich dann, also so gesehen wäre dann das hier die schwierigste Marke. Gucken wir erstmal weiter. Also das tue ich mir auf jeden Fall mal vormerken. Oder wir können halt hier unseren Katzenmarvel wieder versuchen, aber irgendwie habe ich Angst davor. Irgendwie habe ich echt Angst davor. Man könnte natürlich auch sagen, ich hau einen Versuch hier rein, wenn er nicht klappt, dann gehe ich zu den Teleskopkränen, aber ja. ja, ist halt die Frage. Ja, und bei den anderen Kränen wäre ich mir halt auch sicher, lieber sicher, dass ich beim Training den dritten Versuch bekommen würde, damit ich die auch spielen kann. Weil, wie gesagt, jetzt wenn ich das hier jetzt, habe ich auch gestern erzählt, wenn ich das hier so mache, dass die Uhr runterfällt, dass ich ihn hier greife, dass dann hier die anderen Marken, halt, dass hier die Seifenblasen runterfallen und das hier, dass dann halt alle anderen Marken möglichst gelockert sind und dann halt vielleicht mit links- und rechtsbewegungen ganz aufgebaut ist, je nachdem, ob links oder rechts die Marken dann halt sitzen. Bleibt halt die Frage. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Ja, wir haben Auswahl zwischen 2 Kränen. Also entweder hier, nee, eigentlich 3 Katzen Mario, das hier. Oder halt, ja, so wie ich mir das hier bei dem Wiederbippe vorstelle. Wisst ihr was, wir machen das hier. Und ich hoffe, dass es wirklich so klappt, wie ich es mir vorstelle. Also dass ich halt hier den greife hier, die Uhr fällt runter. Die Uhr fällt vielleicht so gut, dass halt, ja, auch noch der Hammer gelockert wird, vielleicht auch noch der Glückskeks. Und ich denke mal, dass die Wirbel dann erstmal nach links gehen wird, je nachdem, ob er hier gelockert wird. Und dass dann halt vielleicht beim Runterfallen von dem mit die Wirbel wieder gleich wird. Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Ich hoffe, dass es klappt.
So. Ah, das war fast schon ein bisschen. Na komm, werf nur zumindest runter. Das war überhaupt nicht. Das war mal sowas von überhaupt null. Ja gut, das lag auch daran, dass ich hier ja, leider zu nah an der Wand dran war, dass ich halt nicht richtig greifen konnte. Aber ich ging jetzt eigentlich schon davon aus, dass die Uhr zumindest ein bisschen runtergedrückt wird. Das ist genau das Problem, was ich jetzt habe. Dass ich nur einen Versuch habe und es war ein schlechter Versuch. Ja, deswegen werde ich dann halt jetzt hier einen von diesen Krähen hier spielen. ich bin da überlegen, ob ich gleich auf das Schwierigste gehe, also dass ich direkt hier mir Togepi greife. Oder halt auch hier zwischen rein, ist natürlich dasselbe. Im Prinzip ist es egal, was ich zuerst mache. Das ist jetzt zumindest das Einfachste. Wenn man das eine trifft, kann man das andere irgendwann mal machen. Aber ich gehe einfach mal das Risiko ein, dass ich hier Togepi greife. Hoffen wir es mal. Greifen vor allem hier. Ich runterdrücken, muss man ja hier sagen. Ja, also ein bisschen davor stehen bleiben. Und dann, das Ding ist ja wirklich genauso breit, wie der Stab auch breit ist. Ja gut. Hoffen wir es mal. Na? Ah, perfekt. Gut, also darüber freue ich mich, richtig. Damit zumindest mal die Marke weg. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ja, ich würde das Glück nennen. Also kein Skill, sondern eher Glück. Weil ich war mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie weit er nochmal rutscht. So, und dann holen wir unser Togepi. Komm her, Togepi. So, und dann können wir auch gleich zu unserem Training gehen. Na, Bobby. Meine Stimme versagt. Ja, wissen wir. Zu unserem Training. Jetzt ein bisschen schade, dass es hier das mit dem Animal Crossing nicht geklappt hat. Aber dafür hat es dann halt hier mit Togepi geklappt. Da bin ich schon wieder fröhlich. Aber wie gesagt, das war auch meine Schuld, dass ich nicht ganz an der Wand dran war. Oh, 840. Sehr schön. Wir wissen ja, dass erst ab 1000 wieder sich die Statue verändert. Und es auch noch ein bisschen dauern wird, bis wir die 1000 erreichen. So wie ich spiele hier. Schön einzelne Marken. Oh Gott. Auf jeden Fall können wir dann das hier üben hier. Aber ja, wenn wir es schaffen, damit wir es mit zwei Versuchen komplettieren, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, einen dritten Versuch zu bekommen. Der hat leider dann auch vermutlich nur wieder in die Teleskopkräne reinfällt. Hier ist heute Trainingsgarnspiel. Rotom hat eine besondere Schwäche für Elektrogeräte. Viel Spaß beim Üben. Ja, dann werden wir auf jeden Fall erstmal wieder hier reingreifen, dass wir halt hier die 3 Mark bekommen. Zumindest hoffe ich das. Ah, ein bisschen zu weit. Aber es klappt trotzdem. Also das scheint wirklich nicht schwer zu sein, diese Marke hier runter zu werfen. Also zumindest hier die rechte. Aber hier, das wird ein bisschen schwieriger. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Na? Ja, seht ihr? Ich habe das Ding zwar relativ gut getroffen, aber es springt halt einfach nicht rüber. Und man muss halt natürlich dazu sagen, man könnte natürlich auch ganz nach links gehen und hier die Marke nach unten werfen. Aber die Barke müssen wir trotzdem irgendwie treffen, deswegen muss man das halt leider so machen und ja, ein bisschen Glück haben. Aber es war viel zu früh losgelassen, das war gar nichts. Das war mein Fehler, das war richtig mein Fehler. So, nochmal. Na, das wird glaube ich wieder nichts. Nee. Also man muss das Ding wirklich genau am besten mittig treffen, dass der und dabei so, dass der Teleskop ein bisschen nach links drückt, dass die, ja, dass die Marke runterfällt. Echt nicht leicht. Ne, ist auch wieder nix. Ne, also hier muss man, das ist halt wirklich Skill pur. Also es ist, glaube ich, pixelgenau, dass man das Ding treffen muss. Dass dann die, ja, dass da die Marke runtergeschoben wird. Ich hoffe, ihr habt da wirklich mehr Glück. Vielleicht habt ihr auch mehr Skill als ich. Und wir haben noch einen Bonus, okay. Hätte ich gewusst, dass ich einen Bonus kriege, hätte ich vielleicht nochmal versucht, den Animal Crossing Kran zu spielen, aber zumindest sind wir dann wieder bei 4. Das erhöht die Chance dann für morgen. Wäre natürlich auch praktisch, wenn man dann vorher wüsste, was für einen Kran man im Training hat, dass man quasi sagen kann, gut, man nutzt jetzt die 2 Versuche und dann kann man im nächsten Kran, kann man dann sagen, okay, bei dem Kran kriege ich locker 6 Marken zusammen und habe dann einen Bonus mit 3 Versuchen insgesamt. Und dass man dann halt sich dann einen Kran aussucht, bei dem man halt mit 3 Versuchen kompetieren kann. Und diesen will ich ja versuchen, das hier jetzt ja, zu versuchen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, das war natürlich jetzt. Überlegung ist groß. Kommt, wisst ihr was? Das versuche ich trotzdem mal.
Wenn es nicht klappt, habe ich Pech gehabt. Zumindest habe ich dann Togepi heute bekommen, da bin ich schon zufrieden. So, hoffen wir mal. Na? Ah, perfekt. Okay, jetzt. Ja, gut, okay. Sehr schön. Und seid komplett. Oh, wie geil, wie geil. Gut, es hat beim Training nicht ganz so gut geklappt, aber gut, dass wir das Training hatten. Da habe ich gesehen, wie sich halt die Marke verhält. Und ja, aber das, vielleicht war es auch wieder Glück, wer weiß, keine Ahnung. Aber ich finde diesen Teleskopkran viel besser, bin ich ganz ehrlich, viel besser als so andere Kräne. Einfach aus dem Grund, weil, ja, es hat wirklich was mit Skill zu tun. Also gut, das war jetzt, ich gehe zwar trotzdem davon aus, dass ich Glück hatte, also dass ich im richtigen Moment losgelassen habe. Aber es hat halt wirklich mehr mit Skill zu tun als die anderen Kräne, weil man hat ja öfters gesehen, dass der Greifer halt sich ein bisschen komisch verhält, wenn er in die Marken reingreift. Aber der Teleskopkran, der ist halt wirklich dafür gemacht, dass man halt wirklich im richtigen Moment ihn stoppt und dann, ja, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass er das runterdrückt oder nicht. Und das finde ich halt so schön daran. Ich habe auch aus dem Grund, na, hier haben wir unser Togepi. Ich habe halt aus dem Grund den Animal Crossing. Ich bin gerade so ein bisschen raus, weil ich hier das komplette Set hier zeigen will mit den Rotoms. Sehr schön. Unser Set 41. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ah ja, das war Splatoon, nicht Animal Crossing. Und zwar der erste Kran, den wir hatten mit Splatoon, mit dem Teleskopstab. Das war halt das Problem, dass halt mit ein oder zwei Versuchen ist es nicht zu komplettieren, weil die Marken halt am linken Rand von der Wippe hängen bleiben. Deswegen wollte ich ihn nicht spielen. Aber hier ist es natürlich sehr schön, dass man halt mit immer mit einem Versuch versuchen kann, den Kran zu komplettieren, nach und nach. Und das gefällt mir richtig gut. Können gerne mehr solche Kräne kommen, auch wenn ich genau weiß, dass es noch Kräne gibt, bei denen braucht man 100% drei Versuche, um ihn zu komplettieren, mindestens. Und ja gut, dann rede ich nicht länger. Dann sage ich ja, ich hoffe, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr vom Teleskopkram haltet. Ob ihr beim Training heute besser wart als ich. Wie gesagt, man könnte natürlich sagen, ja, 13 Marken ist das Maximum, was man im Training bekommen kann. Was natürlich sehr schön wäre, wenn es klappt. Also, dass man wirklich mit jedem Stoß, sag ich mal, vom Teleskopstab die Marken runterwirft. Und ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.